Haben Sie das gelesen, Holmes? Im Oktober soll in der Grafschaft Surrey in Godalming ein sogenanntes Elektrizitätswerk seine Arbeit aufnehmen. Angeblich kann man mit dieser Elektrizität sogar die Straßenbeleuchtung betreiben. Aha. Ich finde das bemerkenswert. Zuerst das Telefonnetz, dann die Glühbirne von diesem Edison und jetzt ein Elektrizitätswerk. Wir leben bald in der Zukunft, Holmes. Bald brauchen wir keine Gaslampen mehr. Hier steht, dass es seit ein paar Wochen sogar eine Maßeinheit für den elektrischen Widerstand gibt. Benannt nach einem deutschen Physiker namens Georg Simon Ohm. Holmes, lassen Sie endlich diesen Ring liegen. Haben Sie etwas gesagt, Watson? Sie sitzen seit Stunden da, reagieren auf nichts und lassen den Ring kreiseln. Das macht mich wahnsinnig. Wirklich? Ja, wirklich. Und wenn wir schon mal dabei sind. Wenn Sie um 3 Uhr nachts über Ihre Violine kratzen, kann ich nicht schlafen. Das Spiel auf der Violine hilft mir beim Nachdenken. Dann denken Sie woanders nach. Oder zu einer zivilisierten Zeit. Ich kann meine Gedanken nicht auslöschen, wie man eine Kerze ausbläst. Und zurzeit gibt es äußerst viel zu bedenken. Was beschäftigt Sie denn so sehr, Holmes? Dinge, die mir seltsam erscheinen. Geht das auch etwas genauer? Es dreht sich alles um diesen Ring und wie ich ihn gefunden habe. Und ich dachte, Sie würden sich über den Fund des Rings freuen. Damit ist das letzte Rätsel des Mordes an Enoch Drabber gelöst. Eben nicht. Erklären Sie mir das. Wie Sie sich erinnern werden, fanden wir bei der Leiche von Enoch Drabber den Ehering einer Dame. Natürlich. Das war ja erst in diesem Frühjahr. Sie glaubten, dass Drabbers Mörder den Ring am Tatort verloren hatte und ließen eine Replik anfertigen, um den Mörder damit anzulocken. Stattdessen tauchte aber diese Rachel Howells in Verkleidung bei uns auf und sie ist ihnen entwischt. Zunächst ging ich davon aus, dass die Howells für den Mörder arbeitet, aber das war nicht der Fall. Der Ring verschwand einfach, zusammen mit Rachel Howells. Auf der Suche nach ihr drehte ich in den vergangenen Monaten sämtliche Pflastersteine im East End um. Nichts. Sie war einfach weg, als habe sie nie existiert. Was war denn mit diesem Etablissement dieser Madame Roche? Ich entsinne mich, dass Sie mal davon erzählten. Dieses Haus verließ sie schon, bevor sie uns den Ring abschwindelte. Ich war dort. Laut Madame Roche schlüpfte Rachel Howells nur kurz bei ihr unter. Dann warf jemand für sie eine Nachricht ein und sie verschwand. Von wem könnte diese Nachricht denn gewesen sein? Das, lieber Watson, ist die alles entscheidende Frage. Und ich finde keine Antwort darauf. Vielleicht jemand, der sie als Diebin für sich arbeiten lässt. Im East End scheint es von dunklen Subjekten zu wimmeln. Davon war ich bis vor kurzem auch überzeugt. In gewisser Weise wäre das beruhigend gewesen, weil es nicht über das übliche Maß an Kriminalität hinausgeht. Aber dem ist nicht so? Leider nicht. Vor einer knappen Woche bekam ich eine Mitteilung von Wiggins. Wiggins gehört zu den Halbstarken, die ab und zu für sie arbeiten, richtig? Ja. Ich hatte Wiggins und seine Jungs vor vielen Monaten gebeten, in London nach Rachel Howells zu suchen. Das war direkt nach Howells Mord an ihrem Ex-Verlobten Brunton. Jedenfalls teilte mir Wiggins mit, dass die Howells bei einem Goldschmied aufgetaucht war. Sie wollte den Ring verkaufen, vermute ich. Auch das wäre in gewisser Weise beruhigend gewesen, weil es mir logisch erschienen wäre. Um weiterhin im Verborgenen leben zu können, braucht sie schließlich Geld. Sie verkaufte den Ring nicht? Nein. Sie hatte einen sehr merkwürdigen Auftrag für den Goldschmied. Er hat mir erzählt, dass er Fragmente einer Londoner Adresse und ein Symbol auf die Innenseite des Rings gravieren sollte. Darüber hinaus hinterließ sie ihm eine weitere Adresse, zu der er den Ring nach getaner Arbeit schicken sollte. Ich vermute, dorthin führte ihr abendlicher Ausflug vor 4 Tagen. Danach begann sie nachts zu musizieren. Weil mich nicht loslässt, was ich dort vorgefunden habe. Die Adresse, zu der der Goldschmied den Ring schickte, war kein Wohnhaus. Es war ein Gebäude in einem Industrieviertel im East End. Eine Fabrik? Wohl eher eine Lagerhalle. Eine verlassene Lagerhalle. Dann waren Sie drin? Natürlich. Ich musste der Sache doch auf den Grund gehen. Das heißt, die Halle war offen? Nein. Aber als ich mich einer Metalltür näherte, entriegelte sie sich und schwang auf. Sie meinen, jemand öffnete ihn? Ja und nein. Es war niemand dort. Die Tür öffnete sich wie von selbst. Aber dafür muss es doch eine Erklärung geben. Die gibt es gewiss. Meine Erklärung ist, dass irgendjemand wusste, dass ich dort war und er entriegelte die Tür von einem Versteck aus. Sie scherzen, Holmes. Ich wünschte, so wäre es. Die Halle hinter der Metalltür lag im Dunkeln, bis auf einen kleinen Lichtkreis einer einzigen leuchtenden Petroleumlampe. Sie stand in der Mitte der Halle auf dem Boden, so als sei sie dort nur für mich hingestellt worden.
Als ich mich dem Lichtkreis näherte, fiel die Metalltür hinter mir zu und verriegelte sich. Man hatte ihnen eine Falle gestellt. Leider nein. Leider? Wie meinen Sie das schon wieder? Ich meine damit, dass man mit dem Verschließen der Tür einen anderen Zweck verfolgte. Aber diesen Zweck konnte ich bisher nicht ergründen. Ein höchst unangenehmer Zustand. Und was geschah dann? Im Lichtkreis der Petroleumlampe fand ich diesen Ring wieder. Er lag in der Mitte eines weißen Blatts Papier auf dem kahlen Steinboden. Als ich mich niederbeugte und ihn aufnahm, sprang die Metalltür wieder auf. Höchst merkwürdig. Das wirkt ja fast, als wollte man sicher gehen, dass sie die Halle nur verlassen, wenn sie den Ring bei sich haben. Selbstverständlich habe ich das Innere der Halle und auch die Metalltür genau in Augenschein genommen. Ich habe für solche Zwecke immer eine Lupe dabei. Soweit ich aus dem Mechanismus schließen kann, ist die Tür tatsächlich aus der Ferne zu entriegeln. Ich weiß aber nicht von wo und ich entdeckte auch keine Vorrichtung, durch die man mich heimlich hätte beobachten können. So eine Ungewissheit schätze ich nicht. Genauso wenig, wie es mir gefällt, wenn ein Unbekannter bestimmt, wo ich hingehe und was ich tue. Ich glaube, Sie messen der Sache eine zu große Bedeutung bei Holmes. Vielleicht gestattet sich diese Rachel Howells nur einen Scherz mit Ihnen. Der Ort, an den mich der Ring hinführte, lässt diesen Schluss leider nicht zu. Es ist also tatsächlich eine Adresse auf die Innenseite graviert. Ich merke, Sie erlernen allmählich die Gabe der kriminalistischen Kombination, lieber Watson. Lesen Sie selbst. Die Gravur ist schwer zu erkennen. Ich glaube, da steht Tower Hamlets BL12. Dahinter ist eine Art Rechteck zu sehen. Tower Hamlets ist ein Stadtbezirk. Aus dem Rest werde ich nicht schlau. Kombinieren Sie, Watson. Tower Hamlets ist ein Stadtbezirk im East End. Und das Rechteck stellt vermutlich einen Backstein dar. Und? Bedeutende Fabriken zur Herstellung von Backsteinen stehen in der Brick Lane im Bezirk Tower Hamlets. BL Brick Lane! Holmes, Sie sind ein Genie. Leider der Unbekannte auch. Er wusste, dass ich die Adresse entschlüsseln würde. So führte mich die Gravur des Rings in die Brick Lane zum Gebäude mit der Nummer 12. Faszinierend. Und was fanden Sie dort vor? Es klemmte ein Briefumschlag zwischen zwei Steinen. Er enthielt ein Blatt Papier. Eine Mitteilung, geschrieben mit einer Schreibmaschine. Worthington Bank, 1875. Sutton, Biddle, Hayward, Moffat, Cartwright. Brick Lane 12. Mit den besten Empfehlungen. Und was bedeutet das? Vermutlich die Aufklärung eines Bankraubs. Das an der Tür ist entweder Inspektor Gregson oder Lestrade. Ah, Inspektor Gregson. Was führt Sie zu so später Stunde zu uns? Ich bin dienstlich hier, Mrs. Hudson. Ich muss zu Mr. Holmes. Das habe ich mir schon gedacht. Gehen Sie direkt hoch. So wie ich Mr. Holmes kenne, erwartet er Sie bereits. Danke, Mrs. Hudson. Von welchem Bankraub sprechen Sie, Holmes? Wenn sich alles so verhält wie befürchtet, werden Sie das gleich erfahren. Treten Sie ein, Inspektor Gregson. Guten Abend, Gentlemen. Ich habe gute Neuigkeiten, Holmes. Die gesuchten Bankräuber befanden sich tatsächlich im Gebäude Brick Lane 12. Das kann man wohl sagen. Offenbar hatten sie sich dort getroffen, um einen weiteren Coup zu planen. Sie wurden weiß wie Kreide, als unsere Leute die Tür eintraten und ihnen Handschellen anlegten. Jetzt wird die Familie des getöteten Wachmanns Tobin endlich Gerechtigkeit erfahren. Aber sagen Sie mir, Holmes, woher wussten Sie, dass sich die Räuber der Worthington Bank in diesem Haus befanden? Das ist nicht mein Verdienst, Inspektor. Die Information wurde mir auf höchst beeindruckende Weise zugespielt. Von jemandem, der offenbar nachvollziehen kann, wie ich denke. Ja, so jemanden gibt es nicht. Offenbar doch. Ich finde das äußerst beunruhigend. Und warum sollte uns dieser Unbekannte ein paar Bankräuber ausliefern? Das ist eine interessante Frage, Inspektor. Bist du noch wach? Augenblick, Julia. Ich bin schon im Bett. Aber ich mach dir auf. Du schließt auch dein Zimmer ab, wie ich sehe. Der alte Griesgram lässt einen Pavian im Haus frei rumlaufen. Ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn die Tür unverschlossen wäre. Ach, geht mir auch so. Darf ich reinkommen? Klar.
Komm rein, Schwester. Unser Lord Roylet raucht mal wieder eine seiner indischen Zigarren. Ich sterbe in meinem Zimmer vor Gestank. Du kannst das bis in dein Zimmer riechen? Ich finde das auch seltsam. Er ist ja im Zimmer nebenan. Aber es stinkt, als säße er direkt neben meinem Bett. Unerträglich. Oder kannst du vielleicht nicht schlafen, weil dir dein schmucker Major im Kopf herumspukt? Naja, so eine Hochzeit ist ja auch keine Kleinigkeit. Jedes Mal, wenn ich glaube, dass ich an alles gedacht habe, fällt mir wieder etwas Neues ein. Und dann dieser Pavian und Roylets Zigeunerfreunde auf unserem Landsitz. Es wird ein interessantes Fest. Ach, wenn du erstmal mit deinem Zukünftigen vor dem Traualtar stehst, wird das alles nebensächlich. Woher willst du das wissen? Du trägst ja noch nicht mal einen Verlobungsring. Aber ganz ehrlich, Helen, ich werde so glücklich sein, wenn ich verheiratet bin und ich diese Bruchbude von Landsitz endlich verlassen kann. Rede bloß nicht mit Vater so von unserem Landsitz. Hör auf, ihn so zu nennen, Helen. Nur weil Lord Roylet Mama geheiratet hat, ist er noch lange nicht unser Vater. Ach, Julia. Ich weiß nicht, was Mama damals an diesem jähzornigen, nachtragenden Aasgeier fand. Ach, bitte nicht schon wieder, Julia. Er heiratete sie doch nur, weil er ihr Geld wollte. Und seitdem lebt er davon. Von Mamas Geld und von dem, was sie uns zugedacht hatte. Ich vermisse sie. Wenn nur dieser schreckliche Eisenbahnunfall nicht gewesen wäre. Lass uns lieber von deiner Hochzeit sprechen, Schwester. Was liest du denn hier für Zeug? Eine Zeitung? Ein Bericht über ein Elektrizitätswerk in Godalming? Ja, mitten in unserer Grafschaft. Ist das nicht toll? Das erste Elektrizitätswerk der Welt. Ach echt? So langweilig ist dir? Hast du keine Bücher mehr? Ich lese das, weil es mich interessiert. Es passieren so viele tolle Sachen auf der Welt, Julia. Was ist da schon ein griesgrämiger Stiefvater, den du sowieso bald hinter dir lässt? Sieh zu, dass du auch bald jemanden findest, Helen. Dann bekommst auch du deine Mitgift und kannst endlich hier weg. Ach, mach dir keine Sorgen um mich, Julia. Ich werde schon mit unserem Grieskram fertig. Soll ich in die Küche und uns einen Tee aufbrühen? Nein, vielen Dank. Du willst doch schon wieder gehen? Ich werde mal prüfen, ob man die Luft in meinem Zimmer wieder atmen kann. Und du kannst dich dann wieder deinem Elektrizitätswerk zuwenden. Es ist nicht mein Elektrizitätswerk. Ich informiere mich einfach gern. Gute Nacht, Julia. Sag mir, Helen, hast du jemals ein Pfeifen gehört, wenn nachts alles totenstill ist? Nein, noch nie. Hältst du es für möglich, dass du selber im Schlaf pfeifst? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum fragst du mich sowas? In den letzten paar Nächten hörte ich um 3 Uhr morgens einen leisen, hellen Pfiff. Ich habe einen leichten Schlaf und bin davon aufgewacht. Woher das kam, kann ich nicht sagen. Vielleicht aus dem Nebenzimmer, vielleicht auch vom Vorplatz herauf. Ich dachte, ich sollte dich doch fragen, ob du es auch gehört hast. Nein, ich habe nichts gehört. Das kommt vielleicht von den Zigeunern auf dem Landsitz. Wahrscheinlich. Und doch finde ich es komisch, dass du es nicht auch gehört hast, wenn es wirklich von unten kam. Ich schlafe eben fester als du. Naja, ist wohl auch nicht so wichtig. Träum was Schönes, Helen. Schlaf gut, Julia. Verdammte Fensterladen. Kann ihn der Sturm nicht endlich wegreißen? Julia! 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 Ich komme, Julia! Mein Gott, das Pfeifen! Julia! Julia! Julia, mach die Tür auf! Hilf mir, Helen! Ich komme nicht rein! Du musst die Tür ausschließen! Ich spüre nichts.
Hilfe! Dreh einfach den Schlüssel um, Julia! Bitte! Ich muss doch... Das machst du gut! Julia! Oh Gott, was ist mit dir? Steh bitte wieder auf. Was ist mit dir? Julia? Julia, bitte sag was. Es war Band. Gesprengeltes Band. Julia? Julia! Julia! Was ist denn das für ein Gekreische? Es ist Julia, Vater. Es ist Julia. Was auch immer los ist. Sie soll sich nicht so anstellen. Aber sie atmet nicht mehr. Sie atmet nicht. Julia ist tot. Verehrter Murray, ich kann es nicht fassen, dass Sie schon wieder in den Krieg ziehen mussten. Die Ereignisse in Afghanistan lassen mich nicht los, obwohl sie inzwischen fast 3 Jahre her sind. Und jetzt passiert das Gleiche in Ägypten. Passen Sie bitte auf sich auf. Tote Helden gibt es schon in ausreichender Zahl. Ich bereue es bisher nicht, dass ich den Militärdienst quittiert habe. Irgendwann möchte ich mal eine eigene Praxis eröffnen. Bis dahin werde ich aber Sherlock Holmes zur Seite stehen. Ich berate ihn bei seinen Kriminalfällen regelmäßig in medizinischen Fragen. Und er bezahlt mir dafür ebenso regelmäßig ein Honorar, von dem ich leben kann. Holmes ist ein höchst bemerkenswerter Mensch mit herausragender Intelligenz. In den vergangenen 2 Jahren habe ich es auch tatsächlich geschafft, dass er etwas rücksichtsvoller... Auf geht's, Watson. Die Arbeit ruft. Oh. Holmes... Haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir abends anklopfen, sobald wir uns zurückgezogen haben? Aber wir haben nicht Abend. Es dämmert ja schon wieder. Heißt das, ich habe die ganze Nacht geschrieben? Offensichtlich. Wir haben 7.15 Uhr und unten wartet eine Klientin. Schon um diese Zeit? Ja. Mrs. Hudson hat sie reingelassen. Habe nichts gehört. Worum geht es denn? Es muss etwas Dringendes sein, sonst wäre die Dame nicht schon so früh hergekommen. Das lässt einen interessanten Fall erwarten. Daher schlage ich vor, Sie machen Feuer im Kamin und ich werde die Dame heraufbitten. Und brühen Sie uns bitte Kaffee auf, Watson. Bitte nehmen Sie am Kamin Platz. Da ist es warm. Danke. Sie sehen irgendwie müde aus, Watson. Das kann man wohl sagen. Ich habe beim Schreiben die Zeit vergessen. Vielleicht hilft es, wenn Sie zunächst mal die Kaffeekanne auf den Tisch stellen und sich hinsetzen. Sie können offen sprechen, junge Dame. Dies ist mein vertrauter Freund und Kollege Dr. Watson. Der Kaffee tut gut. Ich bin gleich wach. Der leider über mehreren Briefen seine Nachtruhe versäumt hat. Vielen Dank, dass Sie zu so früher Stunde Zeit für mich haben, Mr. Holmes. Aber gerne doch. Fangen Sie am besten damit an, sich uns vorzustellen. Und erzählen Sie uns dann, was Sie zu uns führt. Ich heiße Helen Stoner. Und ich brauche dringend Ihre Hilfe. Meine Güte, Sie zittern ja. Ist Ihnen kalt? Ich habe Todesangst. Sie müssen keine Angst haben, Miss Stoner. Wir werden gewiss alles in Ordnung bringen. Sie sind heute früh mit der Bahn gekommen, wie ich sehe. Kennen Sie mich denn? Nein. Ich bemerkte nur die eine Hälfte Ihrer Rückfahrkarte, die Sie in Ihrem linken Handschuh stecken haben. Sie müssen früh aufgebrochen sein und hatten bis zur Bahn eine tüchtige Fahrt in einem Jagdwagen auf schlechten Wegen zurückzulegen. Woher wissen Sie das? Das ist leicht zu erraten. Oh. Bitte nicht jetzt, Holmes. Der linke Ärmel Ihrer Jacke ist an nicht weniger als 7 Stellen mit ganz nassem Schmutz bespritzt. Kein anderes Fuhrwerk wirft aber so viel Schmutz auf wie ein Jagdwagen. Und am allerschlimmsten ist es, wenn man vorne links neben dem Kutscher sitzt. Sie haben recht. Ich fuhr um 6 Uhr von zu Hause ab, brauchte 20 Minuten bis nach Leatherhead und kam mit dem ersten Zug hier an der Waterloo Station an.
Es kann so nicht weitergehen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe niemanden, an den ich mich wenden könnte. Eine Bekannte erzählte mir von Ihnen. Mrs. Farintosh. Sie haben ihr einmal beigestanden. Ah, ich erinnere mich an Sie. Das war vor Ihrer Zeit, Watson, als ich noch in der Montagu Street wohnte und arbeitete. Es handelte sich damals um einen Opalkopfschmuck, der der guten Mrs. Farintosh abhanden gekommen war. Ich hoffe sehr, dass Sie auch mir helfen können. Derzeit kann ich Sie leider noch nicht für Ihre Dienste bezahlen, aber in einem Monat, wenn ich verheiratet und im Besitz meines Vermögens bin, werde ich das nachholen. Machen Sie sich um sowas keine Gedanken. Und jetzt erzählen Sie von Anfang an und lassen Sie nichts aus. Alles ist wichtig. Ich wohne zusammen mit meinem Stiefvater in einem alten Anwesen an der Westgrenze von Surrey. Er ist der letzte Spross einer der ältesten Familien Englands, der Roylotts von Stoke Moran. Der Name ist mir bekannt. Die Familie gehörte einst zu den reichsten in ganz England. Ihre Besitzungen erstreckten sich bis über die Grenzen der benachbarten Grafschaft. Im vorigen Jahrhundert kam der Besitz aber viermal hintereinander in verschwenderische Hände. Und als sich der Erbe der Güter dann dem Spiel hingab, war der Ruin von Familie Roylott besiegelt. Sie hat nur noch ein klein wenig Land übrig und einen 200 Jahre alten Familienbesitz, auf dem schwere Pfandschulden lasten. Der vorige Gutsherr harrte noch bis zu seinem Tod dort aus und lernte dabei das Los eines verarmten Edelmanns kennen. Sein einziger Sohn ist mein Stiefvater. Vor vielen Jahren nahm er einen Vorschuss von einem Verwandten und konnte mit dem Geld Medizin studieren. Also ist er einer meiner Berufskollegen? Er ließ sich in Kalkutta nieder und eröffnete dort eine Praxis. Leider erschlug er im Zorn wegen eines Diebstahls einen Diener und musste lange ins Gefängnis. Offensichtlich ein leicht aufbrausender Berufskollege, Watson. Erzählen Sie bitte weiter, Miss Stoner. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, war er total verbittert. In dieser Zeit lernte Dr. Roylott in Indien meine Mutter kennen. Sie war die junge Witwe eines Generalmajors der bengalischen Artillerie, meinem Vater. Meine Zwillingsschwester Julia und ich waren damals erst 2 Jahre alt. Mutter besaß ein großes Vermögen, das ihr etwa 1000 Pfund jährlich einbrachte. Als sie meinen Stiefvater heiratete, überließ sie ihm ihr Vermögen. Die einzige Bedingung, die sie stellte, war folgende. Sobald Julia und ich heiraten, bekommt jede von uns einen Anteil des Vermögens. Aha. Wir siedelten nach England über, auf den alten Familienbesitz der Roylotts. Ein furchtbar heruntergekommenes Gemäuer. Vor 8 Jahren kam meine Mutter bei einem Eisenbahnunfall ums Leben. Wie überraschend. Holmes! Bitte? Was sagten Sie? Manchmal sind Sie unmöglich, Holmes. Fahren Sie bitte fort, Miss Stoner. Nach dem Tod meiner Mutter gab mein Stiefvater den Versuch auf, in London eine Praxis zu gründen. Danach wurde es leider immer schlimmer mit ihm. Er schloss sich in sein Haus ein und wenn er es verließ, zettelte er mit jedem Streit an. Er wurde krankhaft jähzornig. 2-mal landete er sogar vor Gericht und wurde schließlich zum Schrecken des ganzen Dorfes. Leider ist er auch sehr stark und in seiner Wut kennt er keine Grenzen. In der vergangenen Woche warf er den Dorfschmied über ein Brückengeländer ins Wasser. Ich musste alles opfern, was ich an Geld aufbringen konnte, um eine weitere öffentliche Schande abzuwenden. Mein Stiefvater ist mit niemandem befreundet. Außer mit den herumstreunenden Zigeunern, die regelmäßig auf unserem Landsitz ihr Lager aufschlagen. Zigeuner ist ein Schimpfwort. Sie selbst nennen sich Zigani. Aha. Ja, jedenfalls ist er oft wochenlang mit ihnen auf Wanderschaft. Ferner hat mein Stiefvater eine Vorliebe für indische Tiere. Zurzeit besitzt er einen Leoparden und einen Pavian, die frei auf dem Besitztum herumlaufen und auch den Dorfbewohnern Angst machen. Ich glaube, die eigentliche Geschichte, um die es hier geht, haben Sie noch gar nicht erzählt. Das ist richtig. Es geht um den Tod meiner Schwester Julia. Ihre Schwester ist gestorben? Das ist jetzt 2 Jahre her. Aber ich zittere noch heute, wenn ich daran denke. Der Tod Ihrer Schwester steht mit einem aktuellen Ereignis in Zusammenhang. Habe ich recht? So ist es. Es passierte in der vergangenen Nacht und seitdem, es ist grauenhaft. Sie sind bei uns in guten Händen, Miss Stoner. Erzählen Sie bitte. Vor einem Monat hat mir ein lieber, langjähriger Bekannter namens Percy Armitage einen Heiratsantrag gemacht. Mein Stiefvater hat nichts dagegen und so können wir noch in diesem Frühjahr heiraten. Vor 2 Tagen haben Arbeiter begonnen, Ausbesserungen im westlichen Flügel unseres Wohnhauses vorzunehmen.
In diesem Flügel liegen unsere drei Schlafzimmer. Die Arbeiter haben die Außenwand meines Zimmers durchbrochen. Deswegen bin ich ins Nebenzimmer umgezogen. In das Zimmer, in dem Julia gestorben ist. Letzte Nacht dann... Ich lag in Julias Bett und konnte nur sehr schlecht schlafen. Schreckte ich plötzlich auf. Ich hörte ein leises Pfeifen. Es war dasselbe Pfeifen, von dem mir Julia erzählt hatte. Und ein paar Stunden später war sie tot. Was taten Sie? Ich zündete eine Lampe an, konnte aber nichts im Zimmer sehen, was so gepfiffen haben könnte. Ich war zu aufgeregt, um wieder schlafen zu gehen. Also kleidete ich mich an, schlich mich im Morgengrauen aus dem Haus und kam hierher. Das war die richtige Entscheidung. Und jetzt beschreiben Sie mir die Lage der Schlafzimmer und erzählen Sie mir bitte auch vom Tod Ihrer Schwester. Das Wohnhaus ist, wie Sie wissen, sehr alt. Es ist nur noch ein Flügel bewohnt. Die Schlafzimmer befinden sich im Erdgeschoss dieses Flügels und liegen direkt nebeneinander. Von den Schlafzimmern hat das erste unser Stiefvater, das mittlere hatte meine Schwester und das dritte ist mein Zimmer. Die Zimmer sind nicht verbunden, ihre Türen münden aber auf denselben Gang. Ich verstehe. Meine Schwester hatte sich mit einem Major der Marine verlobt. Bis zu ihrer Hochzeit waren es nur noch 2 Wochen. Hatte ihr Stiefvater etwas gegen diese Verbindung? Nein. Weiter. An jenem schrecklichen Abend zog sich unser Stiefvater zeitig in sein Schlafzimmer zurück. Trotzdem wussten wir, dass er nicht schlief. Meine Schwester kam zu mir, weil es bei ihr zu stark nach seinen indischen Zigarren stank. Waren die Fenster geöffnet? Nein. Sogar die Fensterläden waren zu. Draußen wütete ein starkes Unwetter. Es war 11 Uhr, als mich Julia wieder verließ. Dabei stellte sie mir auf einmal diese komische Frage, ob ich nachts, wenn es totenstill ist, in den vorangegangenen Nächten ein Pfeifen gehört hätte. Hatten Sie? Nein. Gegen 3 Uhr nachts weckte mich dann Julias Schreien. Was hat sie geschrien? Sie schrie einfach. Sie hatte Todesangst. Sie war völlig außer sich. Bitte erinnern Sie sich. Was hat sie geschrien? Sie schrie um Hilfe und sowas wie, was ist das? Als ich Julia zur Hilfe eilte, hörte ich es zum ersten Mal. Dieses schaurige Pfeifen. Und dann schepperte irgendwo etwas. Irgendwas aus schwerem Metall. Julia fiel dann wohl von innen gegen ihre Zimmertür und ich bekam ihre verdammte Tür nicht auf. Warum das? Wegen dieses freilaufenden Pavians schlossen wir unsere Türen immer ab. Schließlich schaffte es Julia doch, die Tür von innen zu öffnen. Und dann fiel sie direkt vor mir um. Sie hatte Krämpfe, sie bekam keine Luft und dann war sie tot. Konnte Ihre Schwester noch irgendetwas zu Ihnen sagen? Ja, aber ich begreife es bis heute nicht. Was war es? Es ist wichtig. Sie sagte so etwas wie... Es war gesprenkeltes Band. Wie? Das ist alles? Mehr konnte sie nicht mehr sagen. Hielten sich in der Nacht von Julias Tod Zigani auf dem Landsitz auf? Es sind fast immer welche da. Warum? Sie tragen oft sehr bunte Kleidung. Vielleicht beziehen sich Julias Worte auf so etwas. Sie glauben, dass dieses fahrende Volk meine Schwester ermordet hat? Nein, ich sammle nur Informationen. Zu welchem Ergebnis kam der Leichenbeschauer? Er war nicht imstande, eine Todesursache zu entdecken. Hat die Polizei nachgeforscht? Sie stellte nur fest, dass die Wände unversehrt waren, ebenso der Fußboden. Die Fenster waren durch altmodische Läden mit breiten Eisenstäben verrammelt und Julia hatte sie vorgelegt. Der Kamin ist zwar weit, aber mit 4 Eisenstäben vergittert. Julia war also allein, als es passierte. Was denken Sie, Watson? Sehen Sie vielleicht Hinweise auf Gift? Watson? Der gute Doktor schläft wie ein Murmeltier. Er sollte wirklich sein Nachtleben in den Griff bekommen. Jetzt muss ich ihm auf der Fahrt nach Stoke Moran alles von vorn erzählen. Heißt das, Sie helfen mir? Ich fühle mich von diesem Rätsel herausgefordert. Ließe es sich wohl machen, dass wir die fraglichen 3 Zimmer ohne Wissen Ihres Stiefvaters besichtigen können? Er ist heute wohl nicht zu Hause, weil er irgendetwas erledigen wollte. Vermutlich wird er den ganzen Tag fort sein. Vortrefflich. Dann fahren Sie jetzt zurück, Miss Stoner. Ich werde dem guten Watson noch einen weiteren starken Kaffee einflößen, meine Erkundigung einholen und dann kommen wir nach. Wir treffen uns heute Nachmittag am Rand Ihres Landsitzes. Danke, Mr. Holmes. Ich spüre meine Zunge kaum. Was haben Sie mit mir gemacht, Holmes? Es war Kaffee. Starker,
relativ heißer Kaffee. So wie es sich anfühlt, war es kochend heißer Kaffee. Naja, sie schliefen ziemlich tief. Und es musste schnell gehen. Nachdem Miss Stoner uns verlassen hatte, bekamen wir nämlich noch einen weiteren interessanten Gast. Wen? Miss Stoners Stiefvater. Watson? Watson, wachen Sie auf. Wir müssen nach Stoke Moran. Das geht wohl wirklich nur mit viel Koffein. Ich entschuldige mich schon jetzt dafür, Doktor. Bleiben Sie sofort stehen. Mr. Holmes wird Sie nicht empfangen. Welcher von euch beiden ist Holmes? Es tut mir leid. Dieser Herr stürmte einfach ins Haus. Ich finde das unerhört. Sind Sie Holmes? Bei uns pflegt man anzuklopfen, bevor man eintritt. Schon gut, Mrs. Hudson. Dieser Herr wird sich ganz bestimmt gleich offiziell vorstellen. Ich bin Dr. Grimsby Roylott von Stoke Moran. Und ich bin Sherlock Holmes, Herr Doktor. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Fällt mir nicht ein. Meine Stieftochter ist da gewesen. Ich bin ihr nachgegangen. Was hat sie Ihnen gesagt? Es ist etwas kalt für diese Jahreszeit. Trotzdem soll sich, wie ich höre, die Krokusblüte ganz gut anlassen. Macht nur keine Winkelzüge. Ich kenne euch Schurken. Ich habe schon längst von Ihnen gehört. Sie sind Holmes. Der Schnüffler. Holmes, der Generalkriminalpolizeispitzel. Sie sind ja äußerst lustig. Wenn Sie hinausgehen, machen Sie auch die Tür zu. Es zieht ganz entschieden. Lasst euch nicht einfallen, eure Nasen in meine Angelegenheiten zu stecken. Meine Tochter war hier. Ich weiß es. Ich rate keinem, mir in die Quere zu kommen. Da, seht her! Das war unhöflich. Diese schöne Uhr gehörte Mrs. Hudson. Seht zu, dass ihr mir nicht in die Finger kommt! Der Kerl hat unsere Pendeluhr zerschlagen? Mit der blanken Faust. Ich fürchte, wir werden eine neue Uhr brauchen. Denken Sie nicht, dass es jetzt gefährlich ist, zum Landsitz der Roylots zu fahren? Oh, es wird definitiv gefährlich, auch wenn wir mit großer Wahrscheinlichkeit vor Dr. Roylott dort sein werden. Daher habe ich mir erlaubt, Ihren Revolver mitzunehmen. Oh, sogar so gefährlich. Geben Sie mir die Waffe. Ich verwahre sie in meiner Manteltasche. Natürlich, Watson. Keine Sorge, natürlich ist der Revolver geladen. Alte Angewohnheit aus dem Militärdienst. Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Dann bekommen Sie jetzt noch etwas zu sehen. Stammen die Aufschriebe aus der Gerichtsregistratur? Korrekt. Ich habe mir das Testament von Helen Stoners Mutter zeigen lassen. Ich musste den heutigen Wert der Anlagepapiere ausrechnen, um die es sich bei ihrem Nachlass handelt. Der Gesamtertrag, der zur Zeit ihres Todes fast 1.100 Pfund betrug, beläuft sich auf höchstens noch 750 Pfund. Für ihre beiden Töchter legte sie fest, dass sie, wenn sie heiraten, Anspruch auf eine Rente von 250 Pfund haben. Hätten wirklich beide Töchter geheiratet, wäre von der ganzen Herrlichkeit nicht viel übrig geblieben. Sogar schon die Abfindung einer einzigen Tochter führt für Dr. Grimsby Roylott zu empfindlichen Einbußen. Nun, Julia Stoner ist vor ihrer Hochzeit gestorben und Dr. Roylott wird alles dafür tun, auch Helen Stoners Vermählung zu verhindern. Ich glaube, wir sind gleich da, Holmes. Das dürften die Häuser von Stoke Moran sein. Und das dort auf der anderen Seite... Kutscher, ist das Dr. Grimsby Roylotts Landsitz? Ja, Sir. Sie können schon das Gerüst sehen. Der alte Kasten wird endlich mal erneuert. Dann halten Sie bitte an. Wir gehen ab hier zu Fuß. Wenn Sie meinen... Kommen Sie, Watson. Wir steigen aus. Soll ich Sie nicht noch bis durch das Haupttor bringen? Es ist nicht mehr weit. Nicht nötig. Wir würden uns gerne noch ein wenig die Beine vertreten. Vielleicht können Sie uns gegen einen kleinen zusätzlichen Obolus verraten, wie man unbemerkt auf den Landsitz der Roylots kommt. Legen Sie sich bloß nicht mit dem alten Roylott an. Das liegt uns völlig fern. Wenn das so ist, folgen Sie doch einfach dieser Dame dort. Es führt eine Steige hinauf und dann ein Fußweg über die Felder. Diese Dame ist Miss Stoner, wie mir scheint. Ja, ich glaube, wir werden gut daran tun, Ihrem Rat zu folgen. Vielen Dank. Kommen Sie, Watson. Gehen wir. Aber passen Sie auf. Angeblich schleicht ein Leopard auf dem Landsitz rum. Und Zigeuner sind auch da. Ja. Ich halte es für zweckmäßig, den Landsitz der Roylots nicht durch das Haupttor zu betreten, Watson. Wir wissen nicht, wer sich außer den Zigani noch dort aufhält. Ich weiß, dass Sie für jede Ihrer Handlungen einen Grund haben, Holmes. Guten Tag, Miss Stoner.
Gut, dass Sie hier auf uns gewartet haben. Ich habe Sie beide sehnlichst erwartet. Es ist alles wie erhofft. Mein Stiefvater ist noch in London und kommt nicht vor heute Abend zurück. Ich hatte inzwischen das Vergnügen, seine Bekanntschaft zu machen. Dabei büßten wir leider die Pendeluhr in unserer Stube ein. Gütiger Himmel! Er ist mir also nachgegangen. So scheint es. Er ist so schlau. Ich weiß nie, wann ich vor ihm sicher bin. Was wird er sagen, wenn er nach Hause kommt? Er soll sich nur in Acht nehmen. Es ist ihm nämlich ein noch schlauerer auf der Spur. Jetzt müssen wir unsere Zeit nach Kräften nutzen. Führen Sie uns bitte direkt zu den drei Schlafräumen. Wir sollten sie besichtigen. Folgen Sie mir diesen Weg hinauf. Wir befinden uns jetzt in Ihrem bisherigen Schlafzimmer, Miss Stoner. Ja. Wie Sie sehen, ist in der Außenmauer ein Loch. Gegenwärtig schlafe ich im Raum nebenan. Ich habe die Außenfassade gesehen. Ausgerechnet bei Ihrem Raum an der Mauer zu arbeiten, erscheint mir seltsam. Ich glaube, das war lediglich ein Vorwand, um Sie zu zwingen, den Raum zu wechseln. Ich würde jetzt gern Ihr gegenwärtiges Zimmer untersuchen, das, in dem Ihre Schwester gestorben ist. Ich zeig's Ihnen. Wo sind denn die Handwerker? Mein Stiefvater hat ihn freigegeben, Dr. Watson. Hier geht's rein. Schließen Sie bitte die Tür, Miss Stoner. Natürlich. Das Zimmer sieht für mich nicht ungewöhnlich aus, Holmes. Ein heimeliger kleiner Raum mit niedriger Decke und großem Kamin, wie in alten Landsitzen üblich. Eine Kommode, ein schmales, weißbezogenes Bett an der Wand, ein Toilettentisch, zwei geflochtene Stühle. Holmes! Was wollen Sie auf dem Boden? Die Lösung des Rätsels ist hier irgendwo versteckt. Irgendetwas oder irgendjemand ist hier eingedrungen, obwohl Julia Stoner die Tür abgeschlossen hatte. Der Boden klingt massiv. Ein Hohlraum scheint es darunter nicht zu geben. Unter dem Parkettboden ist nichts. Und der Kamin ist vergittert. Vielleicht hinter der Wand. Nanu, was ist denn das? Haben Sie unter dem Bett etwas gefunden, Holmes? Miss Stoner, das Bett ist am Boden festgenagelt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Welchen Grund könnte es geben, ein Möbelstück festzunageln? Darauf kenne ich nur eine Antwort. Dadurch wird verhindert, dass das Bett von der Wand weggerückt wird. Aber warum? Mit der Antwort auf diese Frage kommen wir dem Rätsel näher. Auch die Wand neben dem Bett ist massiv. Ist der Raum jenseits dieser Wand das Schlafzimmer Ihres Stiefvaters, Miss Stoner? Ja. Wofür könnte denn diese Kordel über dem Bett sein, Holmes? Miss Stoner? Das ist der Zug für eine Klingel. Mein Stiefvater ließ ihn vor ein paar Jahren anbringen. Wohin geht die Klingel? Ins Zimmer der Haushälterin. Meine Schwester hat die Klingel aber nie benutzt und ich auch nicht. Dann erscheint mir diese Installation aber reichlich überflüssig. Ich ziehe mal an der Kordel. Mal sehen, was passiert. Eigenartig. Ich höre gar nichts. Da oben bewegt sich auch kein Mechanismus. Ich glaube, die Kordel ist unter der Decke einfach festgehakt. Aber dann hätte sie überhaupt keine Funktion. Höchst seltsam. Eigentlich stört die Kordel nur die hier Schlafende. Ich glaube, ich weiß aber jetzt, warum Ihre Schwester den Zigarrenrauch aus dem Nebenzimmer so intensiv gerochen hat. Kommen Sie mal zu mir, Miss Stoner. Was haben Sie entdeckt, Mr. Holmes? Folgen Sie mit Ihrem Blick der Kordel bis direkt unter die Decke. Was sehen Sie dort? Eine kleine Öffnung in der Wand, direkt am oberen Ende der Kordel. Ein Luftloch zum Zimmer Ihres Stiefvaters. Durch dieses Loch drang der Zigarrengeruch hier ein. Halten Sie es für möglich, dass durch die Öffnung ein tödliches Gas in den Raum eingeleitet wurde, Holmes? Das wäre höchst einfallsreich, Watson. Aber so ein Szenario passt nicht zu den Indizien. Das Gas wäre spätestens nach der Öffnung der Zimmertür auch in den Hausflur geströmt. Und dann wären vor 2 Jahren auch Helen Stoner und ihr Stiefvater gestorben. Ich möchte mir jetzt auch den Raum Ihres Stiefvaters ansehen. Bringen Sie uns bitte nach nebenan, Miss Stoner. Das kann ich tun. Aber er darf nicht merken, dass wir drin waren. Wir werden achtsam sein. Dann kommen Sie mit. Können Sie sich einen Reim auf das alles machen, Holmes? Bisher weiß ich nur, dass hier etwas nicht stimmt. Wir werden schlauer sein, sobald wir den Schlafraum von Dr. Roylott untersucht haben.
Ich sehe nichts Besonderes. Ein Feldbett, ein Gestell mit Büchern, mit medizinischen Büchern. Ein Lehnstuhl, ein Holzstuhl an der Wand, ein runder Tisch. Mit einem Panzerschrank drauf. Was bewahrt Ihr Stiefvater denn in diesem Tresor auf, Miss Stoner? Geschäftspapiere. Sie haben schon hineingesehen? Nur ein einziges Mal, vor Jahren. Es war nichts drin als Papiere, soweit ich mich erinnere. Könnte da auch eine Katze drin sein? Wie kommen Sie denn auf diese seltsame Idee? Hier steht eine Untertasse voll Milch. Nein, wir halten keine Katze. Aber ein Leopard und ein Pavian hausen auf dem Landsitz. Nun, ein Leopard ist ja eben nichts anderes als eine große Katze. Allerdings dürfte eine Untertasse voll Milch für seine Bedürfnisse nicht reichen. Wenden wir uns jetzt diesem gepolsterten Holzstuhl an der Wand zu. Ich sehe nur einen gewöhnlichen Stuhl, Holmes. Und ich sehe einen Stuhl, dessen Polster an den Seiten stark eingedrückt ist. So als würde sich Dr. Roylet regelmäßig draufstellen, um das kleine Luftloch ins Nebenzimmer erreichen zu können. Ein Riemen. Der hing über der Rückenlehne. Ich kenne so etwas aus Indien, Holmes. Menschen, die mit Raubtieren zu tun haben, benutzen diese Schlinge und eine Stange, um die Tiere auf Abstand zu halten. Die Schlinge ist zu eng für einen Leoparden. Ist die Schlinge für den Pavian? Miss Stoner? Ich habe noch nie gesehen, dass mein Stiefvater so eine Schlinge benutzt hat. Dann benutzt er sie ausschließlich in diesem Zimmer. Aber wofür? Diese Frage werden wir bald geklärt haben. Bitte, sagen Sie mir um Himmels Willen, was am Tod meiner Schwester schuld war. Vorher brauche ich einen sicheren Beweis. Wie meinen Sie das? Dass meine Gedanken dazu bisher nur Hypothesen sind. Aber wenn Sie genau tun, was ich Ihnen sage, werden wir den sicheren Beweis bekommen. Heißt das, Sie können sich diesen Beweis nicht selber verschaffen? Wir müssen Sie dafür sogar vorübergehend alleine lassen. Dr. Roylet darf uns hier nicht sehen, wenn er zurückkommt. Was? Wir werden in der Nähe sein. Trotzdem müssen Sie exakt das tun, was ich Ihnen jetzt sage. Ihr Leben hängt davon ab. Einen Moment mal, Holmes. Sie wollen Miss Stoner als Köder benutzen? Richtig erkannt, Watson. Ausgerechnet jetzt sind die Zigani auf dem Landsitz in Feierlaune. Dabei ist es später Abend. Wenn wir einem von ihnen durch Zufall über den Weg laufen, gefährdet das meinen Plan. Ihren Plan? Ist das alles, woran Sie gerade denken, Holmes? Dieser Plan muss gelingen. Sie finden es nicht viel beunruhigender, dass wir fast eine halbe Meile vom Haus von Miss Stoners Zimmer entfernt sind? Wir können ja trotz der Dunkelheit die Schlafzimmerfenster erkennen. Erst wenn Miss Stoner den Fensterladen öffnet und die Lampe ins Fenster stellt, hat sich Dr. Roylet nebenan zur Ruhe begeben. Dann wird sie heimlich in ihr altes Zimmer wechseln und wir begeben uns durch das offene Fenster in den geheimnisvollen mittleren Raum. Sie wollen es nicht verstehen. Nur um den Tod von Miss Stoners Schwester aufzuklären, bringen Sie diese Frau in Lebensgefahr. Wenn sie sich genau an ihre Anweisungen hält, wird ihr nichts geschehen. Wann kapieren Sie endlich, dass es Situationen gibt, die Sie nicht vollständig kontrollieren können? Die feiernden Zigani sind der Beweis. Wenn wir aufgehalten werden, dann kann wer weiß, was passieren. Deswegen finde ich diese Feier ja auch so ärgerlich. Ach, Sie sind schon ein merkwürdiger Mensch, Holmes. Sie sind anstrengend und haben ein Ego so groß wie London. Und immer, wenn man glaubt, dass Sie auch ein angenehmer Zeitgenosse sein können, belehren Sie einen wieder eines Besseren. Danke, Doktor. Danke? Wie... Ich eröffne Ihnen, dass Sie unerträglich sind und Sie sagen Danke? Sie sagten auch, dass ich zuweilen ein angenehmer Zeitgenosse sein kann. Ich weiß auch Ihre Anwesenheit zu schätzen, Doktor. Danke. Wenden wir uns jetzt wieder unserem Rätsel zu. Ich bin überzeugt, dass das Luftloch und die Kordel über dem Bett von Bedeutung sind. Darüber hinaus erzählte Miss Stoner, dass sie in der Nacht, in der ihre Schwester starb, ein metallisches Scheppern hörte. Das könnte die Tür des Tresors im Zimmer von Dr. Roylet gewesen sein. Ich weiß nur noch nicht, was sich wirklich darin befindet. Und ich kann mir auch auf das Pfeifen, das Helen Stoner erwähnte, noch keinen Reim machen. Langweile ich Sie etwa, Watson? Nein, ich merke nur langsam wieder, dass ich in der vergangenen Nacht nicht geschlafen habe. Es wird schon gehen. Das hoffe ich. Denn sobald wir im mittleren Raum sind, brauchen wir unsere ganze Aufmerksamkeit. Holmes, da ist das Licht. Miss Stoner hat die Lampe ins Fenster gestellt. Ausgezeichnet. Dann machen wir uns auf den Weg. Los, rasch, zwischen den Bäumen durch und zum Haus. Die Zigani lagern irgendwo links von uns. Halt!
halten wir uns rechts. Ausgezeichnet. Wir scheinen uns von den Zigani zu entfernen. Wir nähern uns dem Haus am besten in einem Bogen. Für den Fall, dass Dr. Roylett nochmal seine Fensterläden öffnet, sollte er uns nicht kommen sehen. Oh. Holmes! Ich habe es auch gehört. Der Leopard kommt jetzt äußerst ungelegen. Es ist verdammt dunkel zwischen den Bäumen. Können Sie ihn sehen? Leider nicht. Aber es hört sich an, als ob er ganz in unserer Nähe ist. Nicht, Watson! Wenn Sie schießen, sind wir verraten. Und wenn ich nicht schieße, greift uns die Bestie an. Das glaube ich nicht. Sie hat Angst vor uns. Und was, wenn ihr Hunger größer als ihre Angst ist? Wir sollten besser... Was zum Teufel war das? Ich vermute der Pavian. Und der Leopard jagt hinter ihm her. Meine Nerven. Beeilen wir uns jetzt. Miss Stoner hat das Fenster für uns aufgelassen. Da wären wir. Schließen Sie bitte ganz leise die Fensterläden und das Fenster, Watson. Alles ist zu. Was tun wir jetzt, Holmes? Wir müssen uns auf jeden Fall mucksmäuschenstill verhalten. Dr. Roylett nebenan darf nicht ahnen, dass wir hier sind. Ich werde jetzt auch die Lampe löschen. Das Licht leuchtet durch das Luftloch. Und jetzt? Es ist so dunkel, dass man kaum die Hand vor Augen sieht. Wir müssen abwarten, was passiert. Ich werde mich auf das Bett setzen und Sie nehmen am besten auf einem dieser geflochtenen Stühle Platz. Was immer Sie sagen, Holmes. Schlafen Sie bitte nicht ein, Doktor. Es könnte Sie das Leben kosten. Halten Sie Ihren Revolver für den Notfall bereit. Ich habe Streichhölzer dabei. Wir können also jederzeit wieder Licht machen. Wachen Sie auf! Im Nebenraum tut sich was. Watson! Oh, wo ist Kaffee, wenn man ihn braucht? Kommen Sie zu sich, Watson! Dr. Roylett steckt irgendwas in das Luftloch. Verdammt! Da kommt irgendwas durch das Loch. Ich brauche Licht! Was ist denn da oben? Watson? Eine Schlange! Ich brauche Ihre Hilfe! Was ist los? Eine Schlange, Watson. Sie kriecht durch das Loch. Sie schlängelt sich an der Kordel runter. Eine Sumpfwurz. Der Biss ist nach wenigen Augenblicken tödlich. Bleiben Sie in der Ecke, Watson. Was haben Sie vor? Ich wehre das Biest mit dem Stuhl ab. Hau ab, du Mistvieh! Zurück, Holmes! Ich schieße! Zielen Sie auf Ihren Kopf! Was macht sie denn jetzt? Die Schlange verschwindet wieder im Luftloch. Scheinbar hat Dr. Roylett sie auf diesen Pfiff dressiert. Was für eine Teufelei! Du verdammtes Biest! Und nicht mich! Nicht mich! Großer oh, Gott, was geschieht da drüben? Nicht so! Nicht so! Dr. Roylett wurde seine eigene Niedertracht zum Verhängnis. Die Schlange hat zugebissen. Wir müssen rüber. Vielleicht kann ich ihm noch helfen. Gehen wir, aber wir werden zu spät kommen. Ich habe Tumult und einen Schrei gehört. Was ist passiert? Das werden wir in Dr. Roylets Zimmer gleich sehen. Halten Sie besser Ihren Revolver bereit, Watson. Wir wissen nicht, wo das Biest herumkriecht. Der Revolver ist in meiner Hand. Bleiben Sie hinter uns, Miss Stoner. Oh Gott! Das ist ja entsetzlich. Da liegt der Übeltäter auf dem Boden. Ich glaube, Sie können sich eine Untersuchung sparen, Watson. Dr. Roylett ist tot. Was bindet sich dafür? Ein gesprenkeltes Band um seinen Kopf. Die Mordwaffe, mit der ihre Schwester getötet wurde. Eine Giftschlange. Es gibt doch nichts Belebenderes als ein ausgeklügeltes Mordkomplott. Finden Sie nicht auch, Watson? Nein. Fanden Sie es denn nicht faszinierend, mit welch raffinierter Falle Dr. Roylett seinen Stieftöchtern ans Leben ging? Es war im Grunde perfekt ausgedacht. Das Bett hatte seine feste Position unter der Klingelkordel und die Sumpfotter schlängelte sich Nacht für Nacht herunter. Und irgendwann biss sie zu. Mit der Milch und der Pfeife hatte Dr. Roylett die Schlange dressiert und tagsüber sperrte er sie in den Tresor.
Ich überlasse Sie jetzt Ihrer Liebe zu Mordkomplotten und schließe mal meine Augen. Ich bin hundemüde. Wecken Sie mich, wenn der Zug London erreicht. Dann schlafen Sie gut, Doktor. Danke, Holmes. Ich lese so lange ein wenig. Der Morning Star ist zuweilen eine faszinierende Lektüre. Mhm. Zuweilen aber auch nicht. Dieser eigenartige Buffalo Bill will eine Wild West Show starten. Welch eine Zeitverschwendung, einen solchen Schund zu lesen. Das ist aber interessant, Watson. Dieser Artikel handelt von den 5 Bankräubern, die uns vor 2 Jahren in die Hände gespielt wurden. Die aus der Worthington Bank. Einer der 5 ist frei, einer hingerichtet, die übrigen 3 sitzen noch. Aber das Interessanteste ist, dass die Beute noch immer verschwunden ist. Ich habe das Gefühl, dass dieser Fall für uns noch nicht abgeschlossen ist. Ich werde diese Zeitungsseite aufheben. Die kommt in die Akten. Ich hoffe, ich bin Ihnen nicht schon wieder lästig, Watson. Watson? Watson?